Ich sehe jetzt Gott nicht so als so ein Chef, das ist wieder zu hierarchisch gedacht, der für jeden einen bestimmten Sinn hat oder was sagen soll. Weil das wendet dich ja immer, dass du irgendwo im Außen suchst und Interpreten und Autorität, sondern Jesus sagt einfach immer, seid wachsam, also wacht. Wenn du allein im Wald leben würdest, wärst du auch tierisch vorsichtig. Und jedes Wildtier lässt eigentlich nur Menschen mit einer großen Herzenergie ran, die auch nichts vom Tier wollen, sondern einfach gelangweilt, fast desinteressiert da sitzen. Dann kommen die Tiere von selber. Also, und das ist uns Menschen abdressiert worden, dass das falsch wäre. Wenn man hellsichtig ist, möchte man fast keinen Menschen an sich rankommen lassen und sagt, jede Möwe, die wegfliegt, hat recht. Also das meine ich mit dieser Wachsamkeit, sich schützen und auch sein Revier verteidigen. Für mich jetzt pauschal geredet, damit auch die anderen was davon haben, ist es wieder eine Grundfrage, wie bei seelischen Störungen, so auch beim Immunsystem, wenn die Lebensenergie runter ist, ist es fast egal, wo es reißt und zwackt. Also du kannst sonst was für Krankheiten haben, wenn der Körper wieder genug Energie hat, repariert der alles Mögliche selber. Wir sind ein Autoritärsystem, wunderbar autark. Und ich würde ganz viel machen, was jetzt dein elektromagnetisches Feld und die Lebensenergie aufbaut. Also Wonderhands ist ja, wirkt wie Energiegewinnung, ist aber eigentlich nur, weil du aus dem Flussbett die großen Steine rausschmeißt. Das ist jetzt noch deine eigene frei gewordene Energie. Dass du ein freier Energiegenerator bist und das ist die Basis für Vollmacht oder sogenannte Wunder. Das ist der Unterschied zwischen einer Flunder und einem Stachelrochen.